Hallo und herzlich willkommen zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit oder Partners in Teil. Wir sind immer noch in Toad City angekommen und ja, wir haben eigentlich schon fast alles beendet. Wunderbar. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch zurück und ich werde jetzt nochmal mit dem Babys hier durch ganz Toad Town gehen. Keine Wunder, keine Sorge machen, das mache ich nur, weil ich nochmal die Stadt besuchen, also nach Kleinigkeiten suchen möchte. Und wie ihr seht, oh, das ist interessant, wieder eine Bohne. Die nehmen wir natürlich mit, krieg so und speichern vorher noch. Ja, was kriegen wir denn? Speichern, zack. 10 Stunden und 9 haben wir schon gespielt. Mir kommt es ein bisschen weniger vor, aber auch egal. Wir gehen nochmal hier ein bisschen durch, weil ich habe hier noch einige Sachen gesehen, die ich noch mit den Babys machen kann. Und nicht mit den... Nein, nein. Wir gehen jetzt einfach mal so elegant, schleichen wir uns so rüber. Genau hier. Da weiß ich nicht, ob wir da gehen können, denn die Babys hier haben wahrscheinlich hier Vorteile. Oh, ich sehe eine Bohne wieder. Obwohl die Bohnen so wichtig sind? Ich weiß es nicht. Einfach mal abwarten. Obwohl doch, die sind wichtig. Ich kenne mich schon mit dem Spiel aus. Entschuldigung. Oh Mann. Ich fehle ja hier geradezu. Nein, die Bohnen sind wichtig, weil wir kriegen auch durch die Bohnen bestimmte Ohren und Bekleidungen. Aber die kriegen wir in einem Handel, dass wir viel später vielleicht erst finden werden. Ah, gibt es hier noch ein Häuschen? Nein, hier gibt es kein Häuschen mehr. Einfach jetzt weitergehen. Wir gehen nochmal da hoch. Da gibt es nämlich zwei gelbe Häuser, die die beiden nicht betreten konnten. Nämlich doch hier dieses Haus. Ja, ist gut. Obwohl, wir könnten ja hier fliegen, stimmt. Machen wir auch nochmal. Und noch dieses Haus hier. Und dann sind die fertig. Dann sind die Babys für heute entlassen. Dann gehen wir nochmal kurz zurück zu unserer Zeit. Also zu der Gegenwart. Das ist ja unsere Zeit so quasi und... Ja, dann sind wir, glaube ich, auch fertig. Und dann geht's zum besagten Sternhügel. Ja, machen noch eine kurze kleine Rundtour. Yep. Oh. Dynamo-Orden. Das gucke ich mir jetzt an. Dynamo, erhöht Angriff, Item, Angriff, enorm, verbraucht 4 Items pro Angriff. Aha, erhöht Angriff, Items, Angriff. Enorm verbraucht 4 Items pro Angriff. Okay. Das ist aber ein nicht gerade guter Vorteil. So, gehen jetzt einfach jetzt zurück. Obwohl, ich will noch mal fliegen. Jetzt müssen wir so um die Babys laufen. Okay, das kriege ich aber hin. Und das war sehr elegant. Oh, One-Up-Pilz. Dafür fliege ich. Okay, ich mache ihn noch jetzt fertig. Er hat es jetzt verdient. Warum ist jetzt Luigi schneller? Durch seinen neuen Orden, den er im letzten Part erhalten hat. Da ist er schneller als Mario. Ja. Der ist schneller als Mario. Muss man sich jetzt in die Zunge zergehen. Lassen. Er ist schneller als Mario. Ja. Das hat mit einem Ohren zu tun, den ich ihm jetzt gegeben habe. Dadurch ist die KP ein bisschen verringert. Aber er hat enorm Geschwindigkeit dazu. So, jetzt hoffe ich nicht ein gutes Ohr. Ach, nur Geld. Ja gut, Geld kann man gebrauchen. Geld ist Geld. Geld regiert die Welt und so weiter. Wir gehen jetzt einfach zurück. Das heißt, mit dem Gepäck, mit den Babys und gehen jetzt einfach zurück. Elegant. Und lassen uns jetzt hier von irgendwelchen Monstern angreifen, die uns im Weg sind. Sonst werde ich langsam sauer. Und wenn das weiterhin so leckt, werde ich diesem PC irgendwann die Fresse polieren. Und da kommt mein PC. So, wir gehen jetzt einfach mal elegant zurück. Zack. Das heißt, jetzt gehen wir wieder in die Gegenwart. Ich frage mich, wo wir jetzt hinlanden. Ist interessant, wo wir landen. Ich meine im Keller. Pilzkönigreich. Geh in der Pilzpalast. Pilzkönigreich. Ja, ich wusste es. Wir landen nämlich hier hin. Jetzt gehen wir aber erstmal hoch. Und
Oh, wer ist das denn? Aber das gut, darum kümmern wir uns mal später. Der ist jetzt mal ein bisschen uninteressant. Oh Gott, Goombas. Wow. Hab ich Angst. Wir sind im Untergrund. Wir gehen jetzt einfach nach oben. So. Na, keiner will mit uns sprechen. Okay, dann gehen wir mal erstmal schnobben. Will echt keiner mit uns sprechen? Sieh nicht mal. Ah, Jungs, so viele Sorgen um die Abendprinzessin. Schließt dieser Koba-Challenge. Ich gehe jetzt jede Wette darauf ein, dass irgendwer gegeben wird. Hm. Sobald alle Koba-Challenge gefunden wurden. Ja. Aber ich sag euch eins, Jungs, ich finde mich schon, was geschehen wird. Toll, es will mit uns keiner reden. Okay, ich verlasse jetzt die Gegenwart wieder. Deine Vergangenheit wird wenigstens auf uns was gewartet. So, hallo. Ja, ich möchte ein paar Items kaufen. Pilze. Wunderbar. Wie neu? Maxi-Pilze. Nein, dann gehen wir noch ein paar Frischwurzeln holen. Machen wir noch 10. Okay. So, was haben wir denn hier an neuen Ohren? Nobelhöschen. Das würde nichts bringen. Ohrenfleisch. Saugorden. Füllt viele KP auf, richtet nach jeder Anzahl erzielter Treffer. Heilorden. Pilze und wird durch Pilze aufgefüllt. Den X-Angriff, die X-Verteidigung, Sparorden. Wo sind denn die richtigen Rabattorden? Erhält den halben Wert der Kampf eingesetzten Items zurück. Saugorden, Glückorden, Glücksorden sind leichter zu erzielen. Den kaufe ich mir später. Okay. Doch, ich will noch was verkaufen, bevor wir, wir haben Ohren, die nichts bringen. So. Dynamo-Ohren. Der kauft keiner. Notangriff-Ohren behalte ich. Sternhose. Ja, die Sternhose, die... Währendhose für Superangriff mit Sternkraft. Ne, die behalte ich auch. Ich gehe mal aber auf jeden Fall diesen Glücksohren holen. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Aber es ist interessant, was es für zahlreiche Ohren es gibt und wie dieses Spiel aufgebaut ist. War ja früher der erste Teil. War ja auch mit Orden und Hosen ausgerüstet. Aber hier gibt es eine größere Vielfalt, was ich finde. Und das finde ich besser eigentlich. Und ich mag sowieso generell den zweiten Teil. Aber auch der erste ist genial. Ob ich den ersten Mal Let's Play werde, ich habe ihn noch nie selber zu Ende bekriegt. Ich habe das hier zu 100% gespielt. Und ich bin die ganze Zeit gerade überlegen, ob das Mikro wieder ausgeht. Nein. Ich habe den Teil nämlich zu 100% durch. Schon öfter mal. Der erste Teil nicht so, der dritte Teil habe ich noch nicht angefasst. Obwohl ich mir das immer vornehmen wollte. Ich habe dafür jetzt, also es kam ja ein neuer Teil, und zwar für den 3DS, den ich bevorzuge. Der wird richtig gut. Der heißt ja nämlich irgendwie Twisted Dreams oder so, ne? Okay, ist ja normal. Es scheint, als wären wir am Sternhügel angekommen. Der Kobaltstern scheint immer unruhiger zu werden. Wuhu! Bleib drin! Gefahr! Alarm! Gefahr! Der Koboldstern ist so nun verstört, dass ich sehr schnell die Kontrolle über ihn verliere. Wir müssen diesen Hügel so schnell wie möglich erklimmen. Die Quelle der Störung des Koboldsterns muss irgendwo unmittelbar in der Nähe sein. Cool, wir sind jetzt im Sternhügel und es sieht krass aus. Und hier erwarten uns auf jeden Fall neue Gegner. Von unterschiedlichen Typen. Blumenmix. Und hier gibt es eine... Okay... Okay, falls irgendjemand jetzt vergessen hat, die Babys mitzunehmen, stimmt. Oh, neuer Gegner. Das sind sogenannte Mogelhand. Ah, schade. Dadurch, dass ich es jetzt geleckt habe, habe ich konnte nicht den Angriff richtig sehen. Mogelhand heißen sie. Ich find's einfach genial, was sie machen, ey. Guck mal, was machen die? Mogelhände? Weißt du, die
zeigen irgendwelche hier wieder Bowser und da kommt einer, ein Shy Guy und spielt Flamme. Es ist genial, Alpha. Es hat einen kranken Humor. Es hat Humor. Jetzt wird er zu einem Parakari. Seht ihr? Das ist zu krass. Bam. Morgan, der war tot. Ich glaube, jetzt kriegen die Babys ihr Level nicht ab. Ich wollte aber sagen, Level up. Aber das kommt noch nicht. Ach, die sind auch aus dem Sternenhügel. Das ist schon wieder ein Mogelland. Morgenbaum. Ah, ich liebe es. Dafür sind die ziemlich schnell. Ach, ihr kriegt mich nicht getroffen. Du genauso. Komm her. Das war knapp. So, jetzt wird die Mogelhand nämlich besiegt. Ah, schade. Die braucht noch einen Angriff. Ach, jetzt kommt wieder Parakari. Nein, die Mogelhand stirbt dafür jetzt. Bäm. Mogelhand, so. Ich finde das geil. Es hat keinen Schaden genommen. Eine Frechheit. So, dafür nimmst du jetzt Schaden. So. Oh, 41, Mann. Und ja, jetzt halt die den. Es ist normal. Mit 18. Interessant. Oh, wieder der Sprung nicht verglückt. Ja, müsste eigentlich. Nein, ist nicht. Okay, jetzt müssen wir sorgen, dass es nicht. Aua. Bäm. Schade, dass er keinen Schaden dadurch nimmt. Der wird nur einfach außer Kontrolle geschmissen. Egal. Ja, das reicht. So, jetzt ist das Ding tot. Jetzt kümmern wir uns um das zweite. Oh, toll! WTF. Ich wollte nochmal springen, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe nicht geguckt, wie die heißen. Die heißen irgendwie Laserkanonen oder so. Laserkugel oder so. Aber wir haben wieder einen Blumenmix erhalten. Den Blumenmix werde ich irgendwann mal euch vorstellen. Bei einer Gelegenheit. Vielleicht lässt sich jetzt eine Gelegenheit finden. Ja, da ist die Gelegenheit. Da ist der Blumenmix. Es ist eine sehr starke. Okay. Jetzt muss ich mich. Ach, man muss das nicht kontrollieren können. Nämlich, wer wirft und so. Sonst bringt das alles aus dem Konzept. Es ist sehr schwer. Oh, eine Bombe. Ei, aber die haben die Effekte von den Gegnern. Aber die Mogelhand müsste. Nein, ist nicht tot. Okay, jetzt ist er aber tot. Ja, Mogelhand. Oh, Mann, ich finde, das ist ein bisschen crazy. Aber es macht doch Spaß. Ja, schon wieder greift uns ein Gegner an. So, jetzt kann ich mal gucken, wie die heißen. Sie heißen Liebes. Okay, Zweideutigkeit gewinnt hier deutlich. Aber das mit einem Vorsprung, den kann man nicht mehr. Liebesblase. Entwickler, habt ihr eine geraucht? Echt. Liebesblase. So nenne ich doch nicht einen Gegner. Bei einem Kinderspiel. So, die Mogelhand ist jetzt weg. Liebesblase. Ja, komm, greif nochmal an. So, jetzt hast du den Sprung bekommen. Ja, den killen wir jetzt. Ah, schade. Wunderbar. Jetzt haben wir schon mal eine Liebesblase quasi weg. Boah. Mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h fliegt das einfach Ding durch. So. Ja, jetzt bist du tot. Endlich. Aber wie kommt man auf Liebesblase? Level up für die Babys. Ja gut, das muss ich jetzt machen. Oh Gott, was gebe ich meinem Baby? Okay, wir gehen in ein KP Plus. Ja, ganze 4. Und jetzt kommt Baby Luigi, mein Tanky Verteidigungsbaby. Oh. Verteidigung ist gleich über gegenüber KP, aber wir steigern ihn seine KP. Oh, nur um 1. Oh, shit. Das ist nicht gut. Das einzige, was jetzt, der wirklich jetzt beim Level up was Mann, machen wir jetzt okay, komm. Okay, da die Gegner ja fliegen, bringt das ja nichts. Wunderbar.
Eine Eisblume ist verschwendet worden. Und jetzt fliegt das Ding. Die Liebesblase, sie fliegt. Wum! Das hat nichts gebracht. Oh, eine Bombe. Oh, auf Luigi. Aber man merkt, Luigi steckt wenig ein. Oh Gott. Okay, jetzt hier wieder die... Ja, das hat was gebracht. Wunderbar. Sehr schön. Musst du das auch machen, weil das dein Kollege gemacht hat. Ja, das hat auch was gebracht. Wunderbar. Den haben wir schon in eine andere Welt geschossen. Ja, jetzt ist der Ding tot. Und jetzt gehen wir uns auf. Ah, schön. Komm. Ah, ich hasse euch. Ich hasse euch, ihr dreckigen Liebesblasen, ey. Ich bin froh, wenn ich diesen... diese Gegner weg habe. Ja. 27, komm. Ja, getroffen. Ja, du bist weg. So, ich muss meinen beiden Bros einen Pilz geben, sonst gehen sie hier vor die Runde. So. Ich finde die Musik zu beunruhigend. So, ihr seht, Mario, Baby Mario hat auch ziemlich viel KP. 92 hatte es, ne? Ne, 72. Ach ne, dieser Shy Guys. Okay, wir müssen... Oh, ja, okay. Okay, das ist jetzt, was wir machen müssen. Okay, die müssen jetzt hier rein. Jetzt müssen die hier raus. Ihr seht das ja oben an einem kleinen Screen. So, jetzt kommen sie hier hoch. Mario! Und zwar zeige ich euch warum. Wie ihr seht, können die hier wieder hoch. Na? Aber die können nicht von der anderen Seite. Man sieht das jetzt hier. Doch, die können jetzt von beiden Seiten hoch, aber die können jetzt sich von da unten halt hoch, ne? So, endlich. Endlich hier diesen Weg weg. Boah, nervt jetzt. Wir sind jetzt ziemlich oben. Okay, eine Kopierblume. Ein Ultratau. Oh, eine Bohne. Die schnappen wir uns. Für eine Minute bin ich schon am Aufnehmen. Oh, 17, sehr schön. Aber es leckt mir ein bisschen zu viel, das mag ich nicht. Oh, Münzen! Münzen! Ja, wir haben voll viele Münzen irgendwie mittlerweile. Schaut mal an, 2800 Münzen sind schon... Oh, ein Blumenmix. Ja, da denkt jemand an uns. Mit viel Geld. Oh ja, ja, ich weiß warum auch. Oh ja, jetzt kommt dieser extrem schwere Bereich. Wir werden erstmal speichern. So. Nehme ich der. Der General. Den gewinnen wir jetzt besiegen. Der Schwoop General. Bitte. Wie viele Schwoops? Scheiße. Schwoop General ist weg. Nein, wir müssen jetzt die Schwoops hier besiegen. Wenn wir einen von denen besiegen, fällt die Balance wenigstens weg. Hier. Kriegt ihn zurück. Bäm. Ihr seht, ich würde mal gucken, was bringt eigentlich eine Eisblume? Ja. Wir machen jetzt mit einer Eisblume Power. Ach, scheiße. Nur eins. Das bringt nichts. Ja, die Schwoops, sie halten mehr aus. Hier. Ei, ihr dreckigen Scheiß-Schwoops. Ja. Yeah.
Hol mal deinen Generator. Ja, da ist das, was ich meinte. Ah, scheiße. Falsch gedrückt. Weiß ich jetzt mein PC ausschalten musste. Oh, dreckig. Das ist dreckig. So. Okay. Ich hab nicht mehr viel. Ich glaube, ich brauche einen Pilztau. Eine Runde Pilztau würde jetzt gut tun. Das machen wir aber, wenn der General da ist. Ich glaube, das ist reicht immer. Ja, jetzt ist vorbei. Ach. Ja. Ah, Baby. Ach, jetzt soll nur Luigi tot. Oh, Mann, der Kampf war's. Ist dreckig. An DX, Roma. Für Mario. Gib ihn's. Dankeschön. Ja, die Babys, die können's. Nein. So, ich weiß jetzt, wie wir das machen. Wie wir das handhaben werden. Und zwar, wenn wir jetzt den hinteren erstmal besiegen. Ich will den General jetzt haben. Zack. So, die hinteren müssen wir besiegen. Mikro, du schaltest dich nicht aus. Okay. Okay, hier den. Wir müssen jetzt die hinteren natürlich jetzt angreifen. Ich habe jetzt falsche Taktik benutzt. So, netter. Jetzt kommen die wieder. Ah! Den General, den packe ich mir jetzt. Den General, den packe ich mir jetzt. Wenn ich dich kriege, komm, ist kaputt. Nein. Ich glaube, jetzt ist er aber platt. Ja, sehr gut. Ja. Viermal. Ui. Wisst ihr was? Ich hab's jetzt satt. Eine Kanone gerichtet auf einen der Schub. Da. So. Das hält er nicht nämlich nicht aus. Oh, gute. Oh, das ist eine Scheißkombination, aber ich krieg's hin. 144. Oh, die Verteidigung steigt von. So. So, komm raus, General. Ja, jetzt habe ich dich, du Penner. Trampolin. Auf geht's. Babys. Der hat eine unheimlich starke Verteidigung, der General. Aber wir kriegen ihn besiegt. Baby Luigi kam noch nicht. Ah. So, 106. Mann, General, du machst es mir nicht zu schwer. Kopierblume. So. Eieiei, was ist denn los? Fehler. Das war ein Fehler. Okay, nochmal eine Kopierblume. Wir haben genug Kopierblumen, das bringt was. So, auf geht's. Mann, warum? Was? Alter Schwede. Mein PC macht nur Scheiße. Mein PC macht wirklich nur Scheiße. So, nochmal. Auf geht's. Komm. Eins. Eieiei. Aber er hat fast um die 200, glaube ich. Ja, 140. Und Marios Angriff steigt. Erstmal brauchen wir Pilztau. Supertau, Ultratau, Ultratau, please. Rein mit uns. Bäh.
So. Und jetzt holt er wieder eine Bombe. War doch klar. Nur weil du Angst hast, ne? Jetzt ist der Angriff gestiegen, weißt du? Jetzt nervt es mich. Dadurch, dass jetzt mein Netzangriff gestiegen ist. Nein. Nein, wir machen es anders. Wir verschwenden eine Kanone. Für die mittlere. Ich glaube, das wird aber auch viel bringen. Oh, Baby Mario. Okay, das ist eine. Ah, 151. Trotzdem super. Und Luigi schwindelig. Scheiße. Bam. Ah, Mann. Luigi ist schwach. Okay. Bringt's jetzt was, wenn ich einen Pilztau reinschmeiße? Supertau. Alle. Ei, ei, ei. Komm, Luigi, werd jetzt wieder schwindelig, schwindelfreier. Danke. Toll, ich hatte einen super Angriff. Ich glaube langsam, solange der Part schon ist, sollte ich weniger Supertau benutzen. Gehen wir mal auf Ultratau. Hier, zack. Jetzt haben wir alle wieder. Mann, stirb du Scheißschwup. Was ist das? Die kleinen frechen Biester. Ich könnte sie alle killen, ne? Mann, so verrick. Ja. Komm her, General. Mir jetzt ja, General, du bist jetzt tot. Kopierblume. Jetzt bringst du es. Mann! Warum leckst du? Genau an dieser Stelle leckt der PC. Mann, ey. Ah, so, auf geht's. Auf geht's auf eine neue Runde. Wunderbar. 133. Mann, dieser General. So. Ich denke mal, eine Kanone würde noch was bringen. Und wir setzen noch eine Kanone ein zum Schluss. Kanone, feuerbereit. Here we go. Ach, das ist eine schöne Kombination. Eine kleine Runde wird gemacht. Komm, verreck. Oh, mein Angriff steigt. Oh, mein Angriff steigt. Mein Angriff steigt. Trampolin zum Schluss nochmal. Das bringt eh nichts, wette ich mit euch. Ah, 21. 21. Weitere 21. Ah, scheiße. Ah. Bam. Komm, das muss was gebracht haben. Oh, er ist immer noch am Leben. Was hat er denn für eine KP? Ich glaube, wir haben den kurz vorm Rande, aber war doch klar, dass er wieder eine Bombe holt. Oh, da hatten wir einen Angriff plus. Oh, ich hasse dich, ich hasse dich. Da hatten wir schon einen Angriff plus. Da, frisst Bomben. Woher sollte ich das rechnen? What the fuck? Scheiße, ich brauche einen Superpilz. Mario braucht auf jeden Fall einen Pilz. Und danach steigen wir noch Max-Pilz. Auf jeden Fall für mich. Zack.
Ah, Mann, Luigi. Komm, werd wieder wach, werd wieder fit. Super. Verteidigung ist immer noch auf Plus. Wunderbar, interessant. Ah, komm, ich glaube, ich gebe gleich einen roten Pfeffer, Mario, wirklich. Viermal jetzt. Da. Oh, fünfmal. Okay. Ich habe aber noch reagieren können. Beim fünften Mal. So, komm, ey, die müssen wir jetzt mal langsam hier verrecken. Okay, der war schon tot. So, jetzt wird's für ihn nämlich schwächer. Hm, der gefällt euch, ne? So kleine Kinder. Boah, der Part ist ja richtig lang heute. Ich wollte ihn eigentlich heute kürzer setzen. Naja. So in etwa. Komm, das müsste es jetzt Ende sein. Nein. Ja, getroffen. Okay, das reicht jetzt. Tschüss. Hol den General. Wow. Dankeschön. Antivire. Kommt genau an der falschen Stelle. Mein Gott, ich hasse Antivire. Genau auf der falschen Stelle kommt das. Und jetzt ist Fraps total überfordert. Und ja, reagiert jetzt ein bisschen langsam. So, General. Du hast jetzt eine Abreibung verdient. So. Ah, es wiederholt sich. Dankeschön. Dankeschön, Antivire. Komm, das müsste es jetzt gewesen sein. Nein! Mann, ey! Wie hält der denn so viel aus? Komm, nochmal eine Kanone. Die Kanone muss gezündet werden. Und jetzt kommt Baby Mario, Baby Luigi, Luigi. Was ist denn los gewesen? Okay. Das war jetzt irgendwie komisch. Trampolin. Ich glaube, weil wir schwach waren. Oder er hat nicht richtig reagieren können. Und das war's. Wunderbar. Adios, General. Komm jetzt tierische 100 Erfahrungspunkte. Ja, wir sind viermal gestorben. Das war eine Scheiße. Baby Mario, let up! Und jetzt, ich glaube, ich drück Mario jetzt mal Verteidigung in die Hand. Ja, 6, super. Und Luigi, drück ich KP oder Verteidigung? Weitere Verteidigung, ne? Oder? Normal, ja. Okay, müsste jetzt reichen. Wunderbar. General ist tot. Ja. Okay, es geht weiter. Aber erst im nächsten Part machen wir hier weiter. Wir sehen uns dann bis dahin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Dieses Part ist bis dann und ciao, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ihn folgendermaßen bewerten, wenn er euch gefallen hat. Natürlich mit einem Daumen hoch und wenn er euch nicht gefallen hat, mit einem Daumen runter. Feedback und Kommentare sind wie immer erwünscht. Und wenn ihr mal zur einfachen Verlinkung kommen wollt, zu den nächsten Parts oder den letzten Folge oder zur Playlist, habt ihr sowohl in der Videobeschreibung drei Links als auch oben im Video selbst. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Partes und der nächsten Parts. Bis dann und ciao, Leute.